müsste man. Es wird auch der Publikumspreis Schandfleck des Jahres verliehen. Und das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg. Auch die Zivilgesellschaft hat gewotet und ihre Stimme abgegeben. Und aus mehr als 8000 Stimmen wurden Gewinner ermittelt. Ich darf die Claudia Peiher zu mir bitten, die Bundessprecherin der AUGE UG, Alternative und Grüne Gewerkschafterinnen, unabhängige Gewerkschafterinnen. Sie wird uns jetzt die Ergebnisse dieser Abstimmung der Zivilgesellschaft bekannt geben. Ja, bevor ich die Ergebnisse bekannt gebe, möchte ich auch für das Publikum, wo ja vermutlich einige von Ihnen dabei waren, vorausschicken, dass es praktisch unmöglich ist, aus den nominierten oder zur Auswahl gestellten Unternehmen abzuwägen, welches davon das schlimmere Vergehen gemacht hat, welches Vorgehen schändlicher oder verantwortungsloser war. Ist es das Inkaufnehmen von hunderten Toten, wie es um den eigenen Profit zu maximieren, wie es bei Kik der Fall war? Ist es die gröbste Missachtung von Menschenrechten, die Zerstörung von Lebensgrundlagen tausender Menschen, wie es bei der Andritz AG der Fall ist? Oder ist es die Missachtung elementarer Arbeitnehmerinnenrechte quasi vor der eigenen Haustür, mitten im von uns gestalteten Europa, noch dazu von einem österreichischen Betrieb, wie es bei Mayr-Mellenhof der Fall ist? Also eins ist zumindest so schändlich wie das andere und alle, wie auch schon vorher gesagt wurde, alle und wahrscheinlich noch viel mehr Unternehmen verdienen diesen Schandfleck. Als Gewerkschafterin möchte ich auch noch eines ergänzen. Es ist für Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen nicht ganz einfach, gegen einen Betrieb aufzutreten, der durch seine Unternehmungen Arbeitsplätze schafft. Aber es muss auch für Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen klar sein, dass Arbeitsplätze hier nicht durch Menschenleben, durch Zerstörung von Lebensgrundlage oder auch nur Herstellen oder Vergrößern von sozialer Ungleichheit woanders erkauft werden dürfen. Deswegen ist auch für uns als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen der Schandfleck so wichtig. Heute vergeben wir halt jetzt mal nur einen bzw. zwei Preise. Aber die Aufmerksamkeit für alle anderen muss weiter bestehen, darf nicht aufhören und ich nehme an, das wird auch so passieren, nicht nur vom Netz, durch das Netzwerk Soziale Verantwortung, sondern auch durch alle Initiativen, die daran arbeiten, die Vergehen sichtbar zu machen und zu schauen, dass sich da etwas ändert. So, jetzt zum Ergebnis. Wie schon gesagt wurde, es gab insgesamt 8140 Votings und ich fange jetzt beim letzten Platz an, sozusagen. Die wenigsten Stimmen, das sind 17%, 1373 Stimmen hat das Unternehmen Kik bekommen. Am zweiten Platz, und es gab, wer mitgevotet hat, hat das beobachten können, es gab sehr lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen der anderen beiden Nominierten. Und letztendlich in den letzten Stunden hat sich es dann entschieden. Am zweiten Platz gelandet ist die Andritz AG mit 3274 Stimmen, das sind 40% der Stimmen. Und den Schandfleck des Jahres aus Sicht des Publikums hat verdient die Mayr-Mellenhof Packaging mit 3.493 Stimmen, das sind 43% der Votings. Danke, Claudia. Ja, und also zu Kik haben wir im Rahmen des Jurypreises schon ausführlich gehört, aber auch zu Andritz gibt es etwas zu sagen. Und da würde ich jetzt gerne den Herbert Wasserbauer von der Dreikönigsaktion zu mir bitten, der sehr genau ausführen wird, warum er wahrscheinlich der gleichen Meinung ist, dass Andritz auf jeden Fall einen Preis zu erhalten hat. Und die Julia Kerschbaumsteiner von Greenpeace CEE wird ihren Kommentar, ihr Statement dazu ergänzen. Bitte.
Ja, wie schon gesagt wurde, die Andritz hätten sie sich den Schandfleck allemal verdient, aus unserer Sicht. Zu Benno Monte gibt es viel zu sagen, es ist ein Zerstörungsprojekt, es ist ein Unrechtsprojekt. Dem Film und den Personen, die dort gesprochen haben, ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich möchte in der Folge kurz etwas zur Rolle der Andritz AG in dem Ganzen sagen und zu unserer Auseinandersetzung auch rund um Benno Monte. Wenn die Andritz auf Benno Monte angesprochen wird, und wir tun das seit 2010 und kritisieren für das Geschäft, das über 300 Millionen wert ist, die Andritz AG seit 2010, kommt immer und immer wieder das gleiche Argument, ob Benno Monte gebaut wird oder nicht, entscheiden nicht wir, das wird in Brasilien entschieden, das entscheiden die Behörden dort. Wenn es eine Genehmigung gibt, dann liefern wir natürlich, weil sonst liefert wer anders und dann ist den Leuten dort angeholfen und wir machen es nur viel sauberer und nur viel besser als andere. Und außerdem gibt es überhaupt keinen Grund, sich dort einzumischen. Brasilien ist ein Rechtsstaat, Brasilien ist eine Demokratie und von daher wäre es eine Anmaßung, dort irgendwie von Österreich aus Zwischenrufe zu erteilen. So felsenfest dieses Argument auch ausschaut, es bröckelt. Und dazu möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. 2011 war ich zum zweiten Mal auf der Antrittsaktionärsversammlung als besorgter Aktionär. Und unser Ziel war dort die Andritz AG und die allgemeine Feierlaune, die dort geherrscht hat. Immerhin kann man in Krisenzeiten sehr positive Geschäftsergebnisse präsentieren, etwas mulmig oder etwas madig zu machen, wenn man so will, durch kritische Fragen zu sehr problematischen Projekten. Der Dr. Leitner, der ja Vorstandsvorsitzender der Andritz AG ist und auch ein Drittel Eigentümer, im letzten Jahr hat er nur an Dividenden 30 Millionen Euro überwiesen bekommen. Damit hat er übrigens die Nase vorn gegenüber der Meyer-Mellenhof-Familie, die bisher Dividendenkaiser in Österreich waren. Das heißt, wenigstens in dem Punkt ist unser Kandidat vorne. Der Dr. Leitner hat alle Fragen sehr gut vorbereitet, eloquent pariert. Auch sehr präzise Fragen, zum Beispiel nach einem Menschenrechtsbericht, der dem Unternehmen nachweislich zugegangen ist, in dem von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen im Genehmigungsverfahren und der nicht erfolgten Anhörungen der betroffenen indigenen Bevölkerung die Rede ist, hat er mit dem vorher paraphrasierten Argument geantwortet. Meine Wenigkeit hat insistiert, nochmal nachgefragt, naja, Sie sind ja Mitglied bei RESPECT, Austrian Business Council, Sie geloben ja, die Menschenrechte zu schützen. Wenn der Bericht stimmt, was heißt das jetzt für das Geschäft? Wenn er nicht stimmt oder wenn Sie zu der Auffassung kommen, er stimmt nicht, auf welche Informationen beziehen Sie sich? Wiederum gleiches allgemeines Argument und ein pauschaler Neokolonialismusvorwurf gegenüber den NGOs, die sich da anmaßen, es besser zu wissen, was gut ist für die Leute in Brasilien. Und überhaupt, dieses Projekt bringt Entwicklung in die Region und die Neokolonialismus, Fragezeichen, die Leute dort fahren ja auch lieber auf Straßen ins Krankenhaus und nicht mit dem Einbaum am Fluss herum. Dann war das Mikro bei mir weg und das Auditorium hat applaudiert. Glaube ich, allgemeine Auffassung war, endlich hat der Top-Manager und vielfach ausgezeichnete Manager des Landes diesen lästigen NGO-Zecken wieder mal gezeigt. Man hat sich dann zum Buffet begeben und sich die orale Dividende, so heißt das dort, einverleibt. Und dann, also die Stimmung war eher, wie es schon am Anfang beim Public Eye Award genannt wurde, eher nicht so toll uns gegenüber, also belächelnd im besten Fall, eher offen feindselig. Und ich komme jetzt zum Ende dieser Anekdote. Wir sind dann zur Garderobe gegangen und die Garderobenfrau, und ich habe mir das kurz ausgerechnet, die verdient ungefähr 0,5 Promille Maximum von dem, was der Dr. Leitner verdient, hat dann gesagt, na, da haben sie schon recht, das gehört gesagt, das geht so nicht. Und ich habe das damals so interpretiert, dass der gesunde Menschenverstand durchaus der Meinung ist und auch die Gesellschaft ein moralisches Sensorium hat, dass man solche Projekte nicht unterstützen soll, dass man keine Geschäfte bei solchen Projekten machen soll, auch wenn es noch keine klaren rechtlichen Handhaben gegen solche Projekte gibt und die Beteiligung daran. Und ich glaube, ein Ausdruck dafür ist auch
der Schandfleck des Jahres und die große Beteiligung beim Online-Voting. Der gesunde Menschenverstand sagt, sowas tut man nicht, so wie es auch der Bischof Kreutler gesagt hat. Warum sind wir der Meinung, Antritt zu spät, den Schandfleck aufgeklebt zu kriegen? Erstens, weil das Argument, wenn es eine Genehmigung gibt, dann ist alles in Ordnung. Da stellt man sich zum eigenen Vorteil naiv. Selbst der UN Global Compact, den wir in vielerlei Hinsicht, vor allem wegen seiner grundsätzlichen Freiwilligkeit, sehr kritisch sehen, macht sehr klar eine Verantwortung von Unternehmen, die über das Einhalten des nationalen Rechts hinausgehen, fest. Das heißt, auch mit niedrigen Levels muss man davon ausgehen. Und bei Belmont, das wurde schon genannt, die ILO hat es ganz klar verurteilt. Der Interamerikanische Menschenrechtsgericht, die Menschenrechtskommission hat ganz klar Belmonte und die brasilianische Regierung für ihr Vorgehen im Genehmigungsverfahren kritisiert. Also da gibt es noch sehr viel mehr zu sagen, als wenn es wir nicht machen, macht es wer anders. Der zweite Punkt, die Antritt stellt sich der öffentliche Debatte zu dem Projekt auf keinen Fall. Zahllose Anfragen für Diskussionsveranstaltungen in verschiedensten Settings von verschiedenen Veranstaltern. Meistens gibt es nicht einmal eine Antwort auf die Anfrage. Zahllose Anfragen von Journalistinnen und Journalisten. Es kommt immer die dürre, gleiche Aussendung mit dem vorher genannten Inhalt. Von einem verantwortlich agierenden Unternehmen würde man sich erwarten, dass es argumentieren kann, was es tut und vor allem, dass es sich einer Diskussion stellen kann. Und dass es einen Stakeholder-Dialog führt, und das bringt mich zum dritten Punkt. Die Antritt stellt sich der Situation vor Ort nicht. Und wir appellieren stark an das Management, sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen und vor allem mit kritischen Wissenschaftlerinnen zu geben. Es gibt einen 300 Seiten starken Bericht von renommierten Wissenschaftlerinnen von brasilianischen Universitäten, die angefangen von der technischen Machbarkeit bis zu ökologischen Auswirkungen indigenen Fragen das Projekt zerlegen, zerpflücken, mit denen sich zu Hand halten, mit den sozialen Bewegungen, mit den direkt Betroffenen, und dann kann man nicht so leichtfertig sagen, es ist dort alles in Ordnung. Abschließend möchte ich nochmal zurück nach Österreich kommen. In den späten 70er Jahren, viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich, gab es zum Beispiel ein Projekt in der Wachau, eine Staumauer zu errichten, die Wachau, die mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe ist, versinken zu lassen für den wachsenden Strombedarf. Damals ist das Projekt gestoppt worden und 1982 endgültig fallen gelassen worden, weil sich die Bevölkerung gewehrt hat. In Brasilien steht sehr viel mehr auf dem Spiel, in Amazonien. Es geht um das kulturelle und physische Überleben von zahlreichen indigenen Völkern. Es geht um die grüne Lunge der Erde. Und wenn sich dort die Antritts und Co. durchsetzen, wie es in Österreich in vielen Fällen zum Glück nicht passiert ist, dann ist das der Untergang und der Dolchstoß ins Herz Amazoniens, wie es der Bischof Kreutler bezeichnet. Da geht es um nicht mehr wiedergutzumachende Schäden und extreme menschliche Opfer. Ich wünsche, und damit schließe ich, dem Dr. Leitner ein Undercover-Boss-Erlebnis, wer es kennt. Er möge doch bitte sich mit der Frau, die für ihn an der Garderobe arbeitet, unterhalten, damit sie ihm mit dem gesunden Menschenverstand erläutert, warum man sowas nicht macht und solche Geschäfte nicht macht. Ja, auch die Geschichte von Greenpeace und Andritz ist mittlerweile eine langjährige. Die Begegnungen in den letzten Jahren mit dem Unternehmen waren allerdings alles andere als erfreulich. Greenpeace tritt dann auf den Plan, wenn Unternehmen Menschenrechte, Umweltrechte missachten und unter dem Deckmantel der Green Economy zu wahren Umweltsündern werden. Die Andritz gilt in Österreich beinahe als Öko-Vorbildunternehmen, kassiert auch immer wieder Preise für ihr äußerst ökologisches Handeln. Wenn man sich allerdings die Auslandsbilanz des Unternehmens ansieht, dann zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab. Wir haben jetzt schon viel gehört vom Belo-Monte-Staudamm-Projekt. Andere Beispiele wären zum Beispiel Fabriksbeteiligungen, wo Hunderttausende von Hektar Wald zerstört werden,
die indigene Bevölkerung vertrieben wird. Greenpeace ist bekannt dafür, mit kreativen, witzigen, oft konfrontativen, aber stets gewaltfreien Maßnahmen und Mitteln gegen Umweltzerstörung aufzutreten, und zwar weltweit. So haben wir 2009 der Andritz einen Besuch abgestattet, gemeinsam mit EcoWatch, um gegen eine Zellstofffabrik, Bell Bay, in Tasmanien zu protestieren. Dieses Projekt ist trotz des massiven Widerstands der einheimischen Bevölkerung durchgeführt worden oder wird geplant durchgeführt. Seit September 2010 ist das Projekt allerdings auf Eis gelegt und damit auch die Gewinne der Andritz AG, die auf 500 Millionen Euro geschätzt werden. Hat das mit einem Umdenken im Unternehmen zu tun? Hat es einen Sinneswandel gegeben? Von wegen. Die Andritz ist nach wie vor einer der wichtigsten Geschäftspartner von GAN, dem Baukonzern, der hinter diesem Projekt steht und das auch weiterhin vorantreiben will. Ebenso umstritten ist das Staudammprojekt Ilisu am Tigris in der Türkei. Die Andritz hat damit endgültig bewiesen, dass internationale ethische Standards überhaupt keine Rolle in diesem Unternehmen spielen. Alle Folgen des Staudammprojekts aufzuzählen, würde den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Aber ganz kurz sei erwähnt, dass das Staudammprojekt eine Zerstörung von 400 Flusskilometern und damit verbunden eine Vernichtung von bereits bedrohten hunderten Arten nach sich ziehen würde. Zusätzlich würden über 60.000 Menschen ihre Heimat verlieren, würden vertrieben werden und hätten keinerlei Anspruch auf angemessene und ausreichende Entschädigungszahlungen. Ein weiterer Punkt sind die Wasserressourcen. Gerade die Nachbarländer der Türkei, Syrien und der Irak werden massiv betroffen von der Verringerung der Wasserressourcen. Greenpeace hat in den letzten Jahren immer wieder die Andritz aufgefordert, sich wie alle anderen europäischen Unternehmen und Investoren aus dem Projekt zu nehmen und zurückzuziehen. Und tatsächlich steht das Projekt heute an der Kippe. Wieder hat es nichts mit dem Umdenken der Andritz zu tun, sondern es gibt andere Gründe und die Andritz hat sich nicht positiv dazu geäußert oder beziehungsweise das abgeschlossen. Nachdem Deutschland, Schweiz und die USA aus dem Projekt ausgestiegen sind, hat die Türkei weiter allein an dem Staudammprojekt gebaut. Ein Berichtsbeschluss hat nun den Baustopp verordnet, da das Projekt in keiner Weise den Umweltrichtlinien der Türkei entspricht. Doch die Andritz hat im vergangenen Jahr angekündigt, sich weiterhin am Projekt zu beteiligen, wenn die Finanzierung steht und wenn es beim Projekt weitergeht. Mein Vorredner, der Herbert, hat schon darauf hingewiesen, dass die Andritz keinerlei öffentliche Debatte fördert, will. Und darum glauben wir, dass es eine Öffentlichkeit braucht, die zum Unternehmen geführt wird. Mit der Verleihung des Schandflecks an Unternehmen, die keine Verantwortung sozialer oder ökologischer Natur übernehmen wollen, ist ein wichtiger und notwendiger Schritt in diese Richtung passiert. Und auch Greenpeace wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass Unternehmen ihre schmutzigen Geschäfte nicht an der öffentlichen Wahrnehmung vorbei machen können. Das habe ich vorher schon erwähnt. Ja, auch für die Begründung der Vergabe des Publikumspreises gibt es einige Worte, die jetzt der Peter Simmer, Betriebsrat der Generalis Informatik GmbH, sprechen wird. Er wird begründen, warum Meyer-Mellenhof Packaging den Publikumspreis verdient hat. Und er wird gleichzeitig, bitte komm zu mir, auch eine Grußbotschaft verkünden von Siegfried Heim von Verdi zu dem Thema. Danke, Gabi.
Guten Abend, es sind deren sogar mehrere Worte, nicht nur wenige. Ich zitiere. Grußwort zur Verleihung des Publikumspreises Schandfleck des Jahres am Meyer-Mellenhof Packaging am 20. Februar 2013 in Wien. Verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon die Nominierung eines Unternehmens in der Auswahl für den Schandfleck des Jahres ist ein sicheres Zeichen dafür, dass dort die Rechte von Beschäftigten sträflich missachtet werden. Dass das Publikum in der Internetabstimmung nunmehr Meyer-Mellenhof Packaging für diese Negativauszeichnung auswählte, bestätigt alle Erfahrungen, die wir als vereinte Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland, unsere englischen Kollegen von Unite und die europäischen Gewerkschaften des grafischen Gewerbes, sprich UNE Europa Graphical, mit diesem Konzern gemacht haben. Es ist bemerkenswert, dass das Publikum die Missachtung elementarer Arbeitnehmerrechte mitten in Europa bei dieser Abstimmung so schwerwiegend befand, dass Meyer-Mellenhof Packaging noch vor dem in der Öffentlichkeit viel bekannteren Textildiscounter Kik und der Andritz AG landete. Bemerkenswert, weil die Missachtung von Rechten der Beschäftigten, die nicht nur in nationalen Gesetzen festgelegt sind, sondern auch im EU-Recht, und im Rahmen der Vereinten Nationen über die ILO-Erklärungen eben gerade mitten in Europa geschieht und nicht nur in Schwellen- und Entwicklungsländern. Denn dies ist die Erfahrung, die wir Gewerkschaften mit Europas größten Faltschachtelhersteller immer wieder machen müssen. Trotz eines Unternehmenskodex, der verspricht, die Rechte der Beschäftigten zu respektieren, geschieht in der Praxis das Gegenteil. Gezielte und ständige Angriffe auf Betriebsräte und aktive Gewerkschafter sowie Behinderung deren Arbeit sind das alltägliche Standardprogramm, das von den örtlichen Geschäftsführungen der Meyer-Mellenhof-Werke sicher nicht ohne Rückendeckung aus der Wiener Konzernzentrale exekutiert wird. Und wenn es wie im Fall der Schließung des Liverpooler Werks für die Arbeitnehmer um die berufliche Existenz geht, dann wird auch zu Mitteln wie falsche Anschuldigungen gegriffen, und insbesondere Streikbruch europaweit organisiert. Meyer-Mellenhof Packaging ist wahrlich ein Schandfleck des Jahres. Wir bedanken uns auch im Namen unserer europäischen Partnergewerkschaften beim Netzwerk Soziale Verantwortung für die Ausrichtung dieser Negativauszeichnung und bei allen Abstimmenden für ihre Teilnahme und Entscheidung. Wir hoffen, dass der Konzern und sein Vorstandsvorsitzender Dr. Hörmanns-Eder nunmehr die Gelegenheit nutzen, ihre ausschließlich an Gewinnsteigerung orientierte Politik der Missachtung von Beschäftigtenrechten aufgeben und den selbstgewählten Unternehmenskodex auch in der alltäglichen Betriebspraxis umsetzen lassen. Siegfried Heim, Tarifsekretär Verlage Druck Papier, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Bundesvorstand Berlin. Tja, was bleibt da noch viel zu sagen? Mein Name ist Peter Siemer, ich bin stellvertretender Vorsitzender von LESOGO, dem Netzwerk Soziale Verantwortung und selbst Mitglied des Europabetriebsrates eines internationalen Konzerns. Ich kann nur alles Bisherige bestätigen. Auch wir leiden darunter, dass bei Veränderungen, die sich auf die Belegschaft auswirken, zuerst die Führungskräfte, sodann die Analysten und Aktionäre, unmittelbar gefolgt von der Presse, informiert werden. Dann kommt lange nichts, bis man sich schlussendlich an die Vertreter des Europabetriebsrates wendet. Ich finde es für sehr wichtig, dass die mangelhafte Information und Konsultation der Europabetriebsräte zum Thema gemacht wurde. Es ist dabei ein Umdenken erforderlich. Die dies regelnde EU-Richtlinie für Europabetriebsräte muss endlich ernst genommen werden. Es ist unerträglich, wenn die Rechte von Europabetriebsräten auf rechtzeitige Einbindung von Konzernleitungen immer wieder mit Füßen getreten werden. Danke. Ja, und dann frage ich auch jetzt wieder ins Publikum, ob jemand vielleicht von Meyer-Mellenhof Packaging anwesend ist, der den Publikumspreis Schandfleck des Jahres entgegennehmen würde. Dann zeigen es wir her. Auch Meyer-Mellenhof Packaging wird die Urkunde nachgereicht.